Hallo Freunde der Keksrunde. Wir sind hier alle beisammen und winkeln hier schön und knabbern an dem Keks rum. Das hat folgenden Grund: Ich habe jetzt den Durchlauf schon ein bisschen weiter. Ich habe jetzt die Forschung alle durch, wie wir hier sehen. Wo sehen wir es? Genau, hier habe ich jetzt alles geforscht. Ich hatte es dann auch eine Weile laufen lassen, hatte vorher halt alles ausgegeben an Keksen, was ich im Lager hatte, und dachte, naja, wenn ich jetzt in 2 Stunden wiederkomme, ist das alles voll. Aber Hustekuchen. Der eine Winkler hier unten, der wollte einfach nicht kommen. Und wie ihr seht, der hat auch erst sehr wenig drin im Vergleich zu den anderen. Die sind ja alle schon so bei 27, 23. Also die sind alle schon länger da. Aber der eine, der wollte einfach ewig nicht kommen. Was ja dazu führt, dass alle viel, viel weniger Kekse geknabbert haben. Und jetzt fehlen mir halt Kekse. Also ich habe hier nur 42, wo ich auch dachte, ich bin da schon ein bisschen höher. Aber wie ihr eben gesehen habt, ich habe auch einfach Pech. Ich kriege hier nur diese Lost-Kekse, die überhaupt nichts bringen. Aber ich habe hier schon so ein bisschen drin und jetzt haben wir auch den 10. da. Das ist alles schick. Aber ich popp die erstmal noch nicht, weil ich ja mindestens dann erstmal auf 418 will. Und das soll ja auch ein bisschen was bringen. Und ich habe jetzt auch wieder den Drachen umgeskillt. Den hatte ich hier vorher auf das Milch-Update. Da hatte ich mal so geguckt gehabt, was ist effektiver: Milch oder hier 5% mehr Prestige. Oder halt die Grandmaster, hatte ich mal so ein bisschen rumprobiert und da war bei mir das Milchding hat ein bisschen mehr gebracht. Und jetzt werde ich da auch nicht mehr so oft hin und her wechseln, weil das Prisma, was jetzt mein teuerstes Gebäude ist, ist schon ein bisschen teuer zurzeit. Von daher werde ich da jetzt nicht so oft mehr wechseln, wenn es nicht unbedingt nötig ist, aber es muss ich auf jeden Fall schon rentieren. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das Ding jetzt überhaupt was bringt, weil wir haben jetzt hier ja goldene Kekse, steht hier, können das Ding triggern. Und wir kriegen ja jetzt, wenn wir hier in der, wie heißt es, Grand Marpolis, warte mal, irgendwo muss es doch stehen. Hier oben steht es, glaube ich, drin. Nee, da steht es auch nicht. Steht nur Elder Switch, aber irgendwo steht doch, wie das Ding heißt. Irgendwie was hier. Grandma-Polypse, Apokalypse und Omas, irgendwie sowas zusammen. Zumindest färbt sich halt der Hintergrund hier dunkel. Den sieht man jetzt nicht so gut wegen den Keksen, die da runterfallen. Ah, die kann ich ja vielleicht ausblenden. Fancy Graphics. Ne, das war's nicht. Partikel, genau. Und jetzt sehen wir hier hinter, dass das war. Ah, klicken, klicken, klicken. Geil, geil, geil. 666. Genau darauf habe ich gewartet. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn man 10 Dinger dran hat. Weil die schlürfen sich gerade so richtig, richtig voll. Ach, so. Gucken, eben hatte der einen und jetzt hat er schon 45. Da lohnt sich das schon, den zu knacken. So, aber wir können wieder das anmachen, denn regnen da hinten, oder? Wir lassen es mal aus. Mit den Herzen, finde ich, sieht es nicht ganz so schön aus wie mit Keksen. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir jetzt poppen, dann haben wir schon genug. Aber wir poppen noch nicht, weil, also, ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Wir bringen die noch nicht zum Explodieren. Poppen tun wir hier sowieso nicht. Weil ich möchte unbedingt nochmal testen, ob der Drache jetzt hier was bringt, weil wenn der hier kommt, dann haben wir ja dieses mal 15, was zwar immer noch nicht so gut ist wie der 666er eben, aber trotzdem. Sollte das auch hier die Dinger ordentlich voll lutschen lassen? Und da würde ich mich einfach nur mal interessieren, ob das funktioniert. Und dann kann ich mir später noch überlegen, ob das auch eine gute Taktik wäre. Aber jetzt können wir erstmal wieder ein paar Gebäude kaufen. Und jetzt ist die Frage: Kaufe ich ein Prisma, was ich dann später sowieso, wenn ich vielleicht wieder umskille, eh wieder verkaufe? Aber können wir ja erstmal machen. Weil erstmal bringt es ja mehr Kekse. So. Aber noch eins glaube ich ja nicht. Genau, jetzt können wir erstmal hier ein paar Upgrades reinhauen. Und wir können es ja ruhig runterbringen, weil hier jetzt mit dem Ding können wir ja eigentlich sowieso nicht diesen Fancy-Bonus mitnehmen. Von daher brauchen wir das Ding nicht. So, jetzt noch ein paar Schiffe. Und da sind die auch wieder blau. Und dann können wir da auch richtig mal zulegen. Das sind die Kekse aus der Keksbox, die wir, glaube ich, gekauft haben. Ist der einen hier? Die britischen, die Makronen sind es nicht. Ich glaube, die Brand-Kekse sind es. Welche hat man noch hier? Butterkekse. Oh, eine Cookie Chain.
kurz gucken, bringt die uns was? Die bringt 7 Quastillionen maximal. Nee, und ein normaler Keks bringt schon 10. Da müssen wir die Cookie Chain jetzt nicht durchmachen. Und wieder halbiert. Naja, hätten wir mal lieber das andere mitgenommen, aber naja. So, und den können wir auch noch kaufen. Und dann hätten wir hier erstmal. Ah, nee. Das Ding fehlt noch, aber das macht ja die Prismen nur besser, aber und die wollen wir ja zurzeit nicht unbedingt unterstützen, weil wir die eh wieder verkaufen müssen. Wenn ich dann gleich umskille, von daher wäre das Verschwendung, dann holen wir lieber mal hier die Sachen, die noch gelb sind. Oder grün. So, und noch eine Zeitmaschine. Und ein Cursor. Und damit wäre jetzt hier wirklich jetzt dann das Prisma dran. Schade. Aber das ist noch effektiver wie die anderen Gebäude. Bringt aber auch nicht wirklich was. Dann holen wir mal ein Prisma. Das kriegen wir ja relativ schnell wieder rein. So, das Ding kostet 11. Können wir noch eins uns leisten. Und jetzt sind wir hier auch im Minus. Da müssen wir jetzt mal warten. Und dann sind eh wieder Kekse dran, die wir dann holen. Dann wird hier auch mal ein bisschen aufgeräumt. Es sind ja viel zu viele Upgrades, die wir uns hier noch leisten können. Aber ich will wirklich jetzt erstmal hier einen so einen Drachen haben. Einfach nur, um zu sehen, ob es klappt. Und jetzt bin ich auch überlegen, manchmal, jetzt kommen ja die goldenen Kekse schon bevor diese Halbierung hier abgelaufen ist. Und die Frage ist, klicke ich drauf oder nicht? Weil wenn dann so ein Ding kommt mit, du verlierst Kekse, wäre es ja schlecht drauf zu klicken. Aber jetzt war es gut. Weil wenn ich jetzt noch gewartet hätte, hätte ich doppelt so viele Kekse verloren. Aber trotzdem habe ich Minus gemacht. Das ist eigentlich scheiße. Aber naja. Ach, aber irgendwann müsste doch jetzt mal der Drache kommen. Wir hatten jetzt schon so viele Kekse und der war immer noch nicht da. Ja, und Legendsy zählt hier immer weiter und schreibt dann halt ja einfach mal Plus hin. Also ich hatte ja mit 284 ascended. Nee, 285, genau, damit hatte ich ascended. Und jetzt steht da hier unten, rechnet er halt wieder neu. Ja, kann man nicht hingehen mit der Maus, wieder neu dazu. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Ja, und so bin ich jetzt von den Keksen, die ich mache, schon fast wieder so weit wie vorhin. Also zumindest denke ich mal, wenn ich jetzt hier meine Prismen irgendwie auf 20 bringe oder hier jetzt die ganzen Upgrades kaufe mit den Keksen noch. 3%, das ist schon ordentlich. Und das sind auch die gab es auf jeden Fall vorher nicht. Das bringt schon richtig was, aber ich will jetzt erstmal noch hier mit dem Drachen was haben, bevor ich den wieder zurück skille. Also das finde ich eigentlich eine ganz schicke Sache, dass man hier immer so wie man möchte hin und her skillen muss. Aber natürlich das teuerste Gebäude. Das ist immer hart. Ja, mal gucken, vielleicht können wir hier bei den Optionen ja noch irgendwas einstellen. Wipe Safe, das hört sich doch mal interessant an. Solltet ihr nicht drauf drücken. Die Milch können wir noch ausmachen, aber ne, lassen wir mal an. Oh, wir machen das hier mal wieder klein. Jetzt sieht es noch ekliger aus. Was haben wir denn jetzt eigentlich für Milch? Die sich schon wieder verändert. Haben wir jetzt irgendwie Karamell oder so? Karamell. Das wird irgendwie immer ekliger. Also Erdbeer war ja noch grenzwertig. Also Schoko ist geil, keine Frage. Normale Milch, auch super lecker. Aber Karamell. Nee. Eine Bananenmilch trinke ich auch sehr gerne. Können wir nur hoffen, dass der nächste Rang Banane ist. Und wieder halbiert. Ich glaube, der Drache kommt ja einfach nicht. Von daher ist das echt böse. Ah, ich wollte ja nochmal bei den Fast Notes. Ah, ne, das war ja, dass die schneller verschwinden. Offline-Mode. Ne, lassen wir mal. Ach so. Ach ja, dass das Spiel dann langsamer wird. Ne, ich möchte, dass der mit vollen Ressourcen hier läuft. Weil ich möchte ja die maximale Frame-Anzahl, um die meisten Kekse rauszukriegen. Aber das Einzige, wo mir das bringen würde, dass es langsamer läuft, ist, wenn wir hier so ein Clicking-Fancy haben.
und ich da drauf drücken muss, dann hätte ich gerne mehr Zeit zum Klicken. Aber genau, das wäre auch doof, wenn wir halbiert haben und dann kommt sowas, wo wir schnell klicken müssen. Wäre auch traurig, wenn es nur halb so viel gibt. Aber eben mit dem 666er war schon richtig gut. Von daher würde ich die auch wirklich gerne hier poppen lassen. Aber erst muss der Drache kommen, weil danach muss ich es wieder rausbringen, weil mit dem Drachen hatte ich ja vorhin das eine Weile probiert. Aber wenn denn dieser Drachenatem kommt, der versaut mir mein Timing. Weil entweder kommt er halt, wenn so ein Fancy kommt, dann ist es noch okay. Dann könnte es noch klappen, dass der nächste Keks noch in der Zeit kommt, wo das Ding aktiv ist. Aber das ist echt sehr knapp. Und dann kann man sogar mehr haben wie den. Also dann könnte man sogar hier doppelt so viel haben und wird auch doppelt so viel kriegen. Da fehlt mir ja auch noch eine schöne Tabelle, die muss ich mir dann auch mal ausrechnen. Oder vielleicht patchen die es auch. Von daher müsste man da echt noch gucken, aber da muss ich erst noch irgendwie, dass die länger halten und das kann man ja skillen in den Ascension hier, Legacy. Da kann man sowas ja reinsetzen, dass die goldenen Cookies 5% schneller kommen oder 10% länger dauern oder so. Und da sich die goldenen Kekse ja auf den Drachen genauso auswirken, passt das ja. Und Lucky, verdammt, nur halb so viel. Ja, was soll man machen? Dann werde ich das hier noch so ein bisschen traurigerweise weiterlaufen lassen. Und ja, ach so, genau, was ich sagen wollte mit dem Drachen. Der bringt mich da halt aus dem Takt drauf, weil manchmal, wenn dann so ein Keks kommen müsste, der mir ja eigentlich jetzt in dem Fall 80 Quadrillionen bringt, dann kommt der nicht, sondern dann kommt nochmal eine Verlängerung, dass wir jetzt 2 Minuten lang das mal 15 haben. Das ist sinnlos. Oder bringt weniger als 80 Quastillionen in dem Moment. Von daher bringt mir das Ding nicht so viel. Aber ich bin ja mal gespannt, was hier nach noch kommt. Jetzt haben wir hier goldene Kekse. Kommen auch 5% öfters. Wenn wir hier die Zaubertürme opfern, könnten wir schon machen. Hätten wir die Kekse da. Aber bringt mir auch nicht so viel. Ich glaube, bei den Schiffen habe ich mal so ein bisschen im Wiki geguckt. Da gibt es denn so ein Clicking Fancy, was recht oft dann kommen soll, was 1111 mal so viel bringt. Von daher werde ich, glaube ich, wenn wir an dem Punkt sind, auf jeden Fall wieder umdrachen. Oder wie nennt man das? Umcrumblen. Na, mal gucken. Da wird sich bestimmt noch irgendein Wort einführen, wie man das macht. Ja, aber jetzt werde ich, glaube ich, wirklich erstmal. Ja, nee, den können wir noch zu leisten und so noch drüber. Ne, da sind wir auch wieder unter dem. Das will ich erstmal nicht. Aber wir wollten eigentlich auch die Dinger kaufen, fällt mir dabei ein. So, ein Keks nehme ich noch mit und wenn da nicht der Drache kommt, dann mache ich Schluss, dann reicht mir das hier. Dann höre ich auf für heute mit Cookie Clicker. Aber den warten wir noch ab, weil die haben jetzt ja auch schon genug gesammelt. Ach, die will ich nicht. Nee, ich. Okay, Verlust. Von daher. Tschüss, wir machen hier einen Cut im Video. Ich melde mich, wenn mal der Drache aktiviert wird.